Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr erfreut über die Einladung hierher. Ich hoffe, es bleibt bei dieser wechselseitigen Freude, bei dem, was ich Ihnen als Gedanken präsentieren will. Es geht mir um Ermutigung, es geht mir um Nachdenklichkeit und es geht mir auch im gewissen Sinne um interne Ehrlichkeit. Das Thema, womit wir uns befassen, ist Digitalisierung. Das Wort begegnet mir seit 27 Jahren. Immer dann, wenn auf der Hannover Messe oder auf der CeBIT Digitalisierung gerade frisch und neu erfunden wird, fällt gerade vom Himmel, heißt es, es gab nichts vorher, es ist ganz neu, digitale Revolution und findet jedes Jahr im Frühjahr statt, immer wenn die Hannover Messe ist. Als wir 1991 das Forum für soziale Technikgestaltung gegründet haben, wenige Monate nachdem das damals noch akademische und militärisch genutzte Netz freigegeben wurde und zu dem wurde, was wir heute als Internet bezeichnen, waren die ersten Worte, mit denen wir zu tun hatten, Digitalisierung. Seitdem kommt dieses Wort immer wieder und manchmal hat man das Gefühl, vieles von dem, was in den 90er Jahren gesagt wurde, ist später einfach neu verpackt worden. Ich möchte Ihnen und euch ein paar von unseren Gedanken und Erfahrungen übermitteln, die wir in unseren Diskussionen führen. Dieses Netzwerk ist aus damals 120 Kolleginnen und Kollegen heute zu 3.800 Frauen und Männern aus Belegschaften, Betriebsräten und Beschäftigtenvertretungen geworden. Und es ist eine Art horizontales Netzwerk, das heißt, wir schauen auf besondere Weise in die Betriebe hinein, um dort zu hören und zu erleben, was die tatsächliche Umsetzung ist, die nicht identisch sein muss mit dem, was man als Pressemitteilungen von Unternehmensleitungen ab und zu hören bekommt. Das, was wir dort erleben und was wir wahrnehmen, verändert unseren Begriff von Digitalisierung. Und ich möchte euch bitten, einfach mal bildlich den Gedanken zu folgen, als ob wir unser Bild und unsere Brille des Jahres von 1996 abnehmen und die Brille des Jahres 2025 aufsetzen und mit dieser Brille auf die Gegenwart schauen. Ich habe den Eindruck, viele von uns haben noch die Brille von 1996 auf und schauen damit auf die Gegenwart. Ich möchte dazu ermutigen, das Undenkbare zu denken. Das Undenkbare zu denken, dass sich Arbeit anders darstellen wird, als wir es bisher kennen, dass der Ort Betrieb sich anders darstellen wird, als wir es bisher kennen und dass das, was in der Fachwelt eine Wertschöpfungskette ist, sich in durchaus naher Zukunft anders entwickeln wird, als wir es heute kennen. Wenn ein mittelständischer Geschäftsführer aus Baden-Württemberg auf mich zukommt und sagt, Schröter, ist alles prima, unser Betrieb, wir sind jetzt ganz vorne, wir haben jetzt mobiles Arbeiten, wir haben Smartphones und wir haben eine elektronische Lernplattform, wir sind jetzt 4.0. Begrüße ich ihn, könnte ihn fast umarmen und sagen, herzlich willkommen in den 90er Jahren. Das ist Wirklichkeit und gleichzeitig auch eine Herausforderung. Denn auch wir selber haben immer wieder das Gefühl, dass wir im Moment Dinge in den Betrieben einführen, die wir eigentlich an anderer Stelle schon längst gehört und gesehen haben. Natürlich ist es notwendig, Modelle der mobilen Arbeit in den Betrieben einzuführen. Und VW hat es ja vorbildlich gemacht. Nur wenn wir genau hinschauen, die mobile Arbeit gibt es seit 1996, da wurde der erste Tarifvertrag dazu unterschrieben. Da stand alles drin, was man bis heute zu diesem Thema braucht. Die ersten Smartphones sind 1997 eingesetzt worden, nicht von dieser Firma, die jetzt behauptet, sie seien ganz neu. Das war damals eine andere Firma. Und man konnte die IBM-Beschäftigten daran erkennen, es waren erstens Männer, zweitens Männer, drittens Männer. Und die liefen damals schon gegen die Laternenmasten, denn die hatten schon so ein Gerät. Es hatte nur einen Unterschied, das Visual Web war noch nicht drauf, aber die Tastaturen und die alles andere war vorhanden. Und seit dieser Zeit ist eigentlich die Diskussion über die Diskussion und die Nutzung von Smartphones lebendig und da. Wir haben nur das eine oder andere ein bisschen vergessen. Manchmal habe ich mir gedacht, es liegt vielleicht daran, dass wir damals ein Medium genutzt haben. Wir nannten es Mitte der 90er Jahre Papier. Da standen die Betriebsvereinbarungen drauf und an anderer Stelle die Dienstvereinbarungen. Und da wurde das alles schon mal sehr heftig durchdiskutiert.
Nur da wir heute gewohnt sind, bei Google nachzuschauen, was es in der Wirklichkeit gibt, findet Google diese papierenden Betriebs- und Dienstvereinbarungen natürlich nicht. Folglich leiten wir davon ab, dass es nicht existiert. Wir sind in unseren Diskussionen dazu übergegangen, den Digitalisierungsprozess in zwei große Dimensionen zu zerlegen. Und das möchte ich euch nahelegen, weil wir glauben, dass wir damit eine Selbstverortung der Kolleginnen und Kollegen in diesem Veränderungsprozess erleichtern können, verbessern können. Der große Begriff der digitalen Transformation ist ein bisschen sehr groß. Ich glaube, wir müssen ihn ein bisschen zerlegen. Was wir aber mit unseren Unterscheidungen gemacht haben. Wir haben gesagt, bei ungefähr 3/4 aller Technikimplementierungen, Technikeinführungen, die wir im Augenblick in großen Unternehmen, Mittelständlern, Kleinbetrieben finden, handelt es sich um Technologien, die seit 10, 15, 20 Jahren als Basistechnologien vorhanden sind. Ein großer Teil davon hat ein paar Updates und Upgrades erfahren, aber es sind ältere Technologien. Geht man das durch und betrachtet, was im Augenblick in vielen Betrieben üblich ist, elektronische Plattformeinführung, mobiles Arbeiten, Smartphone, Tablets und alles, was da dran hängt, bestimmte Varianten von Software, die Homeoffice-Lösungen und Ähnliches ermöglichen, dann stellen wir fest, es sind Technologien, die seit langem da sind. Wir sprechen deswegen ganz bewusst von einem ersten Teil nachholender Digitalisierung. Das heißt, Techniken, die es seit langem gibt, technische Instrumente, finden jetzt im Augenblick in den Betrieben Anwendung, kommen hinein und werden von den Beschäftigten als neu empfunden. Das sagt aber nichts darüber aus, ob sie wirklich neu sind. Es gibt aber eine zweite Dimension in dieser Digitalisierungsdebatte, von der wir glauben, dass sie tatsächlich neu ist. Und dort sind wir als Gewerkschaften, als Betriebsräte noch nicht gut genug, noch nicht stark genug. Wir konzentrieren uns im Augenblick mit allen Kräften und allen Möglichkeiten auf das Thema nachholende Digitalisierung, zu Recht, denn da müssen wir durch, das ist eine Art Fundament, ohne das geht es nicht weiter. Wir müssen uns an der einen oder anderen Stelle allerdings auch fragen, was ist eigentlich in den letzten 15 Jahren passiert? Haben wir dort uns ausreichend mit diesen Themen befasst? Haben wir das zum Teil verdrängt oder gesagt, naja, wollen wir eigentlich doch nicht? Oder hätten wir sehr offensiv dazu übergehen müssen und zu sagen, wir wollen eine Beschleunigung der Einführung, aber einer gleichzeitigen Humanisierung der Anwendungspotenziale. Das, was wir im Augenblick erkennen, ist eine Art, wir nennen es Digitalisierung hinter der Digitalisierung. Eine Differenz, ein Unterschied, eine Abgrenzung zu dem, was wir bisher hatten. Wir sprechen davon, dass es zum ersten Mal möglich ist, dass Technologien anstelle des Menschen rechtsverbindlich in Echtzeit Entscheidungen treffen können. Sehr vereinfacht ausgedrückt sind ein Großteil der Technologien der letzten 15, 20, 30 Jahre Technologien, die immer einen Menschen brauchen, der einen Startknopf drückt, damit etwas in Gang kommt. Sehr vereinfacht, ich gebe es zu. Aber man kann damit Technologie sozusagen gruppieren. Es waren im besten Sinne des Wortes Technologien, die bei kluger und humaner Anwendung eine Assistenzfunktion hatten. Sie unterstützten den Menschen. Diese Technik war Assistent des Menschen und beziehungsweise sollte es in den meisten Fällen auch sein. Nun sind wir zum ersten Mal in einer Situation, dass wir eine Entwicklung im Bereich der Technologien haben, die gar nicht durch die Tür der selbstfahrenden Autos oder der Elektroautos kommt oder auch nicht durch die Robotik, sondern ganz unscheinbar durch etwas, was ich gar nicht sehen kann. Software. Zum ersten Mal sind wir in einer Situation, wo Software real vorhanden ist und Einfluss nimmt, und zwar im Vollzug, im Alltag, nicht als Science Fiction des Jahres 2032. Software, von denen die Hersteller sagen, und damit meine ich jetzt IT-Teams, bedauerlicherweise mehrheitlich nur Männer, obwohl die Klügeren eigentlich die Frauen sind, diese IT-Teams, die sagen, das sind Technologien, das ist Software, die kann etwas, so sagt ihr als Sozialwissenschaftler, als Betriebsräte, als Gewerkschafter, die können nicht denken. Doch wir als ITler sagen, das ist Software, die kann denken. Sie kann denken, bewerten, entscheiden, vollziehen und rechtsverbindliche Prozesse ansteuern und das Ganze bitteschön in Echtzeit, wobei Echtzeit bedeutet, es ist schneller als der menschliche Gedanke.
Wenn Sie heute Nacht nicht schlafen können, versuchen Sie mal zwischen 2 Uhr und 3 Uhr die Frage zu lösen, wie man Echtzeit sozial gestalten kann, wenn Echtzeit schneller ist als der menschliche Gedanke. Wenn Sie eine Lösung haben, schreiben Sie mir, das ist Ihr Wunsch. Diese Veränderungsprozesse, die wir jetzt mit neuen Softwarelösungen haben, und ich betone das deswegen, weil wir im Augenblick in gewerkschaftlichen Diskussionen uns zu sehr mit der Brille des Jahres 1996 befassen. Wir schauen zu sehr mit einem alten Blick. Wir brauchen aber hier eine Fähigkeit, etwas zu betrachten und zu denken, was wir bisher vielleicht in den Dimensionen noch nicht wahrgenommen haben, was uns aber schneller ereilt, als wir uns vielleicht darauf vorbereiten können. Diese Softwarelösungen, die im Fachchinesischen autonome Softwaresysteme heißen, sind in der Lage, Prozesse zu übernehmen und zu steuern, so wie wir das bisher von Menschen erwartet haben. Und nun kann man sagen, okay, wenn die gut genug sind, vielleicht lösen wir damit das Klimaschutzproblem, wäre ich sehr dafür. Können wir damit bessere Material- und Energieeffizienz erreichen, wäre wunderbar. Können wir damit eine bessere kommunale Energieversorgung organisieren, wäre eine Lösung. In verschiedenen Städten wird es bereits praktiziert, allerdings unter einem anderen Namen. Diese Software aber ist etwas, was uns gewaltig in Gewerkschaften herausfordert. Und dazu brauchen wir Ermutigung und brauchen Kompetenz und brauchen auch eine Art geistige Offensive dazu. Denn diese Software, so wie sie im Augenblick da ist, hat eine Nebenwirkung, eine Eigenschaft, die uns im Moment noch erhebliche Sorgen bereitet. Denn diese Software ist nach ihrem Start nicht mehr gestaltbar oder nur mit allerhöchsten riesigen finanziellen Aufwänden. Das heißt, das bisherige Denken, was wir in Gewerkschaften, in Betriebsräten haben, dass Arbeitsgestaltung im Prinzip erfahrungsbasiert geschieht, anlassbezogen, reaktiv, dass dieser Gestaltungsansatz für diese technologische Veränderung, die da auf uns zukommt, so nicht ausreicht. Wenn die Kollegen auf mich zukommen und sagen, Schröter, was erzählst du da von autonomen Software-Systemen? Zeig mir mal einen. Ja, dann ist meine Antwort, wenn ich ihn dir zeigen kann, ist zu spät. Das Problem, vor dem wir stehen, ist, wir brauchen etwas, was auf dem Papier im Moment so ausklingt wie vorausschauende Arbeitsgestaltung. Der Begriff vorausschauend ist ganz bewusst aus der Arbeitsschutzdebatte übernommen, denn dort ist er gesetzlich verankert und das ist der Dreh- und Angelpunkt, der härter ist als 87.1 folgende. Und das bedeutet aber auch, dass wir vorausschauende Arbeitsgestaltung aus der betriebsrätlichen, gewerkschaftlichen Sicht in der Lage sein müssen zu diskutieren. Das bedeutet aber auch, wir müssen als Betriebs- und Personalräte in der Lage sein, Dinge zu wahrzunehmen, vorausschauend zu empfinden, die noch nicht da sind. Versucht mal, Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat, eine Technologiewirkung zu erzählen nach dem Motto, stell dir mal vor, das kommt, und damit es nicht stattfindet, müssen wir jetzt diskutieren. Dann sagt jeder Zweite zu, komm wieder, wenn es da ist. Wir kennen aus der Klimaschutzdiskussion den logischen Gedanken. Wenn wir vermeiden wollen, dass das 2-Grad-Ziel gecrashed wird, dann müssen wir vorher vermeiden. Wir müssen uns sozusagen vorher überlegen, was für Gefahren da auftauchen könnten. In der Klimadebatte ist uns das ganz selbstverständlich. Nun sind wir an einem technologischen Wandel, was tatsächlich ein Einschnitt ist. Und ich bitte das einfach allen Beteiligten jetzt mal, sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Wenn diese Softwarevariante erst vorher nur gestaltbar ist, dann brauchen wir so etwas wie eine Art vorausschauendes Bewusstsein, antizipierendes Bewusstsein. Wir müssen vorher überlegen, was unsere Standards sind, müssen Aushandlungsprozesse finden und müssen untereinander einer Meinung sein, damit wir dann aushandeln können mit der Arbeitgeberseite oder mit anderen Akteuren, wohin diese Reise eigentlich gehen soll und wie wir dann umsetzen können, dass diese Technologie weiterhin Assistenzfunktionen hat und es nicht zu einer Umkehrung kommt im Verhältnis von Mensch und Technik, wo der Mensch plötzlich zum Assistenten dieser Technik wird. Nun klingt das alles ein bisschen wie Science Fiction. Es wird sehr schnell konkret, wenn man weiß, dass eine große Bundesbehörde gerade die Einführung durchführt, dass ein großes Unternehmen in Baden-Württemberg mit den 5 Buchstaben diesen Prozess integriert, indem sozusagen die Zuliefererketten auf diese Software festgelegt werden. Und das heißt, die Zentralfirma hat direkt den Zugriff auf die Softwaresysteme der Zulieferer. Und wenn gleichzeitig Energieunternehmen diese Systeme einführen, um auf die Art und Weise Energieerkundungen und Versorgungen zu organisieren, die Sachen sind da. Ein großer Maschinenbaukonzern mit Sitz in der Schweiz führt das im Augenblick für 36 Monate rund um den Globus durch.
Ich vermute, das Vorstandsmitglied wird seinen Job verlieren, wenn er es bis dahin nicht geschafft hat. Das würde bedeuten, alle wesentlichen Prozesse in diesem Konzern rund um den Globus auf autonome Softwaresysteme zu übertragen, Beschaffungssysteme und Kommunikation zwischen den verschiedenen Standorten und den Beschäftigten. Das ist ein gewaltiger Schritt. Ich betone das deswegen, weil wir sehr schnell geneigt sind, diesen Vorgang zu unterschätzen oder zu glauben, naja, das ist auch nicht Software, das ist Software wie immer. Die kommt und geht und funktioniert nicht und irgendjemand finden wird, der das wieder updatet. Nein, diese Geschichte ist anders. Das ist tatsächlich das Neue hinter 4.0. Das meinen wir, wenn wir von Digitalisierung hinter der Digitalisierung sprechen. Und damit verbunden ist ein weiterer Gedanke oder mindestens zwei weitere Gedanken. Denn diese Software ist nicht primär dafür entwickelt, dass sie im Betrieb optimiert. Das ist die alte Generation, das ist die nachholende Digitalisierung. Diese Software hat die Aufgabe, zwischen den Betrieben die Prozesse zu steuern. Wenn das so ist, dann brauchen wir mindestens etwas, was ich eine Art Mitbestimmung entlang einer Wertschöpfungskette nennen würde. Das heißt, wir müssen verstehen, wie dieses Zeug tickt und wir müssen über die betrieblichen Fokus und die Betriebszentrierung, die in vielen Punkten manchmal vorhanden ist, durchbrechen und müssen überlegen, was ist eine Wertschöpfungskette, was gehört dazu und wie verknüpfen wir sie. Und wie führen wir auch innerhalb der Gewerkschaften einen Dialog durch, dass wir Dienstleistung, Verwaltung, Produktion, Fertigung, Kundschaft so in diesem Zusammenhang diskutieren und verstehen? Wir haben es mit einem Veränderungsprozess zu tun, der nicht nur innerbetrieblich greift, sondern der dazu entwickelt wurde, die überbetrieblichen und zwischenbetrieblichen Ketten, Wertschöpfungsketten zu verändern. Das ist der Kern und die Absicht. Dort sind wir aber eigentlich noch nicht in dem Maße, wie wir sein könnten. Wir brauchen Kompetenz für diese Art von Reorganisation von Wertschöpfungsketten. Wir brauchen Kompetenz, um mit diesen Technologien umzugehen. Und wir brauchen Kompetenz, um auf betriebsrätlicher Seite vorausschauende Arbeitsgestaltung zu organisieren und zu artikulieren. Um was geht es denn eigentlich? Wir führen im Augenblick einen Diskurs durch mit sympathischen Männern und Frauen aus der IT-Szene, die man gerne mit allen Klischees, also Weiß, Pizza und Cola-Büchse und das 24 Stunden am Tag vorstellen könnte. Und die leben davon, einen Gedanken zu entwickeln, den die so empfinden wie früher die Landung auf dem Mond. Algorithmen zu entwickeln, die in der Lage sind, die eigenen Algorithmen zu verändern. Das ist so ein bisschen wie die Anfangskapitel der Bibel, Genesis. Nur hat es einen großen Nachteil, wenn es den Jungs gelingt. Dann ist jede Form von Gestaltung gestorben, weil dieser Algorithmus sofort alles wieder revidiert. Folglich streiten wir uns in einem fast schon ethischen Diskurs darüber, darf eine Software ihre eigenen Grundlagen verändern, ja oder nein? Und plötzlich sind wir mittendrin in einer Diskussion, wo wir gewerkschaftliches Feedback, Kompetenz und Positionen und Interessenslagen brauchen. Wir reden plötzlich nicht mehr nur über Mitbestimmung im Betrieb, sondern wir reden sehr frech und sehr mutig bezogen auf die IT-Szene von der Notwendigkeit der Mitbestimmung der Grundregeln der Algorithmen. Wir brauchen eine Demokratisierung der Algorithmen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht die Mitbestimmung entlang der Wertschöpfungsketten thematisieren, wenn wir nicht die Digitalisierung hinter der Digitalisierung sehen, dann reduzieren wir den Veränderungsprozess auf etwas, was wir die letzten 20 Jahre an Technologien wahrgenommen haben. Aber wir sehen eigentlich nicht das Potenzial, was da kommt. Und nun gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, aber es gibt doch noch die Robotik und es gibt doch die selbstfahrenden Autos. Ja, da bin ich ein bisschen frech und sage, bei Robotik ist es eigentlich nur der blecherne Anhang dieser Software. Denn in dem Blech ist eigentlich wenig drin, es wird eine Menge rein projiziert. Aber das Entscheidende ist eigentlich die Frage, worüber wird es gesteuert? Und hier stellt sich etwas heraus, was wir, glaube ich, viel, viel stärker wahrnehmen und mitgestalten müssen. Es wird für die Zukunft ganz selbstverständlich sein, dass zwischen Mensch und seiner Arbeit sich eine elektronische Plattform schiebt. Dass sich zwischen Betrieben elektronische Plattformen schieben. Dass sich zwischen Kunden und Herstellern elektronische Plattformen schieben. Und die spannende Frage wird sein, wem gehören diese Plattformen? Wer entscheidet über den Datentransfer und wer hat da Zugriff drauf?
Wenn wir das jetzt kombinieren, dann kann man ein bisschen schwindelig werden. Denn das, was wir im Augenblick haben, ist der Versuch einer großen Firma mit Sitz in Augsburg, sozusagen menschenähnliche Robotik zu kombinieren mit autonomen Softwaresystemen und elektronischen Plattformen und damit Betriebe zu entwickeln, die eigentlich so groß sind wie ein Schreibtisch, aber die einfach schlicht eine juristische Einheit darstellen eines Betriebes. Und wenn ich 100 dieser Tische in einen Raum stelle, gehen wir als geübte Gewerkschafter da rein und sagen, was für ein Produkt wird hier 100-fach hergestellt. Und der einzige Mann, der da durchläuft, ist der Hausmeister, der sagt, ich sorge nur dafür, dass es nicht reinregnet, ich weiß nicht, was da läuft. Das Modell heißt Matrix, ist seit 2 Jahren unterwegs, ist jetzt in chinesischer Hand, denn der Laden wurde aufgekauft. Nur, es ist ein völlig anderes Verständnis von Betrieb und betrieblicher Verfasstheit. Wir müssen in der Lage sein, das Undenkbare zu denken und müssen Arbeit, betriebliche Abläufe und Wertschöpfungskette mal von einer anderen Seite her betrachten, um dann zu überlegen, welche sozialen Standards, welche Fähigkeiten, welche Anforderungen, welche Qualifikationen müssen wir verbessern, bewahren, um mit Hilfe von Digitalisierung unsere sozialen Standards durchzusetzen und nicht passiv gegen sie. Das ist aber eine Herausforderung und das macht man nicht mit links am Sonntagvormittag, sondern das verlangt verdammt viel Kompetenz und auch ein anderes Modell der Kooperation. Im Augenblick stelle ich fest, dass in unterschiedlichen Betrieben, in unterschiedlichen Branchen vergleichbare Erfahrungen gesammelt werden, aber die Akteure eigentlich gar nicht wissen, dass sie dieselben Erfahrungen haben und jeder macht so denselben Weg nochmal. Was wir brauchen, ist eine Koordination dieses Diskurses und wir brauchen Kompetenz und Schwerpunkte darauf. Wir müssen im Prinzip genauso viel dort hinein investieren in das, was wir bisher in die nachholende Digitalisierung investiert haben. Dieses Thema ist mindestens so groß. Sie kennen alle den schönen Titel von Ravel, Bolero. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem wunderschönen Raum, da läuft Mozarts Klavierkonzert. Und Sie hatten sich da gerade so richtig schön reingehört und dann beginnt von hinten her ganz leise eine Musik aufzulaufen, die Sie erstmal nach mehreren Minuten anfangen zu identifizieren. Da läuft Ravels Bolero, der immer langsam lauter und lauter wird und zum Schluss so laut ist, dass er die Mozart-Sonate komplett übertönt. Das ist der Prozess, in dem wir gerade sind. Die Mozart-Sonate ist die nachholende Digitalisierung. Und das, was so hinter dem Rücken langsam kommt, die Digitalisierung hinter der Digitalisierung, selbstlernende Technologien, selbstdenkende Technologien, die nichts mit dem zu tun haben, wie im Hollywood-Fernsehen gesehen haben, das geht nicht um Dinge, dass eine Maschine ein Bewusstsein hat oder sowas, das ist alles Unsinn. Es geht darum, dass diese Software in der Lage ist, aufgrund brillanter mathematischer Arbeiten so zu tun, dass es für uns Laien so aussieht, als ob das Ding denkt. Aber eigentlich ist es nur Mathematik, aber brillante Mathematik. Das Dumme ist nur, so gut ist unsere Mathematik im Augenblick nicht. Wir müssen da nachholen, wir müssen überlegen, wo vorne ist und wir müssen in die erste Reihe vorstoßen und wir müssen von dort steuern und darüber nachdenken, inwieweit es möglich ist. Diesen Prozess einem humanen Ziel zu unterwerfen, deswegen streiten wir uns in gerade wunderbarer Weise mit Theologen aller Fasson, weil die etwas mitbringen, was uns im Augenblick im Diskurs fehlt. Ein sehr hartes ethisches Denken. Wenn wir dieses ethische Denken als Gedanken, wie könnte ein Menschenbild aussehen, was in dieser Art technologischer Umgebung aktiv ist, wie können wir das kombinieren, wie können wir das mit unseren sozialen Standards kombinieren, dann kommen wir, glaube ich, im Aushandlungsprozess wieder etwas weiter. Nun könnte man sagen, gut, Leute, das hat ja alles noch Zeit, kommen 5 Jahre wieder. Angenommen, ich dürfte hier in 24 Monaten wieder stehen, dann würde ich sagen, Gott, wie grässlich naiv bin ich im Jahre 2018 gewesen, als ich hier war. Die Geschwindigkeiten sind einfach schneller. Und wir müssen überlegen, wo sind die Zeitfenster, wo wir handeln können. Ich habe es vor dem Pressegespräch gesagt, wir haben in Baden-Württemberg eine Reihe von inhabergeführten Familienbetrieben. Die finden diese Technologien einfach super, ganz toll. Lassen Sie sich vom Forschungsexperten vorführen und stellen dann gegen Ende fest, da fehlt was, da fehlt was. Wenn ich jetzt als Führung einen Fehler mache, wo ist denn der Rückholbutton? Wo kann ich denn das wieder zurückdrehen? Wo ist das, was wir in den 80er Jahren Rückholbarkeit von technischen Anwendungen nannten?
das ist da nicht drin. Da sagt die Forschung dann zu den inhabergeführten Betrieben, ja, das ist Risiko, das ist Wirtschaft, damit müsst ihr leben. Und dann zucken die zurück und sagen, okay, wir führen das ein, wenn ihr den Rückholbutton gefunden habt. Und dann haben wir gesagt, das ist gar nicht schlecht. Dadurch entsteht ein Zeitfenster auf der Seite der Geschäftsleitungen, die ein Riesenproblem haben bei der Frage, wie findet Führung im virtuellen Raum auf der Basis autonomer Software-Systeme statt in Echtzeit. Ich kenne im Augenblick noch niemand, der das präzise beschreiben kann, wie er das hinkriegt. Es gibt Versuche, aber ich kenne niemanden, der das wirklich kann. Wenn dieses Zeitfenster da ist, wo eine ganze Reihe von Arbeitgebern und Unternehmern, die verstanden haben, wohin die Reise wirklich geht und sich nicht, sagen wir mal, mit Tablet und Smartphone zufrieden geben, wenn man dieses Zeitfenster nutzt und sagt, okay, hier können wir in Kooperation eigentlich Zielvorstellungen machen. Wir könnten per Zielvereinbarung überlegen, inwieweit wir diesen Typ von Gestaltung voranbringen, dann hätte das was. Wir haben dazu in Baden-Württemberg ein kleines Konzept entwickelt, das will ich jetzt nicht aktiv darstellen. Agiles kooperatives Change Management. Das muss so klingen, sonst wird es nicht ernst genommen. Hat aber den großen Vorteil, dass es zum Nachdenken einlädt. Und dieses Einladen bedeutet, nach vorne offene Lernprozesse zweier Partner auf gleicher Augenhöhe. Denn die mittelständischen Betriebe geben etwas gerne zu, wenn die Presse nicht da ist und kein Mikro an ist. Sie wissen auch nicht, wohin die Reise geht. Das macht die Sache wiederum sympathisch. Nur in 3 Jahren wissen wir es. Und entweder wissen wir es in 3 Jahren auch, dann sollten wir die Gelegenheit nutzen, das zu kooperativ umzusetzen. Deswegen ist eine unserer wichtigsten Empfehlungen in diesem Zusammenhang, auf der einen Seite nachholende Digitalisierung als Fundament dieser Veränderung voranzutreiben, denn das brauchen wir, da gibt es keinen Umweg, aber gleichzeitig zu erkennen, dass das als Digitalisierung dahinter kommt. Selbstlernende, intelligente Software-Systeme, die in Anführungszeichen denken können. Und sie sind da, das ist kein Science-Fiction. Diese zu erkennen und damit gestalterisch vorzugehen und zu überlegen, was bedeutet das ethisch, was bedeutet das als sozialen Standards und welche Formen von Mitbestimmung brauchen wir dabei. Wir haben zu diesem Zweck uns ein Projekt ausgedacht und damit will ich schließen. Wir dachten, naja, wenn man einen Aufsatz über das Fahrradfahren schreiben will und noch nie draufgesessen ist, dann glaubt einem den Text kein Mensch. Also haben wir gesagt, gut. Dann führen wir doch einfach autonome Software-Systeme in den Prozess der Mitbestimmung ein. Nicht als Objekt, sondern als Handwerkszeug. Wie könnte Betriebsratsarbeit auf Basis einer autonomen Software-System stattfinden, und zwar betriebsübergreifend? Dahinter stecken mehrere Probleme. Das erste Problem beginnt damit, dass man identifizieren muss, was zum Teufel ist ein betriebsübergreifendes Mitbestimmungsthema, und zwar prozessorientiert. Und zweitens, wie könnte man das dann so organisieren, dass wesentliche Teile der Mitbestimmung dann tatsächlich im virtuellen Raum automatisiert und intelligent durchgeführt werden? Keine leichte Geschichte. Die Kollegen, die das zum ersten Mal gehört haben, haben gesagt, Schröter, ihr spinnt komplett, aber schreibt uns auf, wenn ihr was Neues gefunden habt. Und er sagt, wunderbar, dann laden wir dazu ein. Wir versuchen, das Unmögliche zu denken und wollen anhand eines solchen Projektes herausfinden, was kann ein autonomes Software-System, was müssen wir tun, damit dieses System unser Assistent ist und nicht umgekehrt. Und inwieweit müssen wir uns reorganisieren, damit wir in der Lage sind, die Dimension der Anwendung zu erkennen, denn wir müssen ganz bewusst über den Ort Betrieb hinausdenken, entlang einer Wertschöpfungskette. Wenn Sie das Gefühl haben, es war gut, dass der Redner jetzt aufhört und wieder geht, dann ist ein Teil des Lernziels erreicht. Wenn Sie das Gefühl haben, okay, darüber denke ich nochmal nach und vielleicht reicht es doch zu einer schlaflosen Nacht, dann wäre das Lernziel noch besser erreicht. Ich danke Ihnen.